Ich wollte einmal, weil das Thema etwas schwierig ist und ich soll es möglichst verständlich machen, eine Einleitung machen in der Form, dass deutlich wird, dass ich über ein Problem rede, was heute keins zu sein scheint, aber in den letzten 100, 150 Jahren doch eins gewesen ist, vor allen Dingen ein politisches. Und dann werde ich zweitens vorlesen einige klassische Bestimmungen, was Dialektik sei, aus Platons Politeia. Da gibt es zwei Stellen. Es gibt dann noch bei Platon einen anderen Dialog, Sophistes, wo gewissermaßen definiert ist, was man nicht definieren kann, nämlich was Dialektik sei. Das eignet sich ganz gut, um ins Thema zu kommen. Dann wollte ich drittens, weil ich darum gebeten worden bin, auf die Idee wäre ich freiwillig nicht so verfallen, versuchen zu erklären, inwiefern sich die Motive von Dialektik, die Platon erläutert, bei Hegel finden. Und zwar nur auf programmatischer Ebene. Das heißt, es ist völlig ausgeschlossen, in anderthalb Stunden und vielleicht auch in einem Universitätsseminar dies bei Hegel zu erklären, anhand von ausgewählten Texten. Aber programmatisch mag das gehen. Und werde viertens versuchen, den Faden weiterzuspinnen bei Marx in der Kritik der politischen Ökonomie, nicht in den Frühschriften bis 1848. Und vielleicht danach nochmal so etwas skizzieren, wie es mit der Dialektik nach Marx weitergegangen ist, womit ich jetzt auch erstmal anfange. Also wenn man heute über Dialektik redet, ist es einmal so, dass man unter den heutigen sozialen, wirtschaftlichen Verhältnissen des Neoliberalismus lernt, dass alles, was mit Dialektik zu tun hat, ein ziemlicher Humbug ist. Also einfach ein purer Unsinn, und wenn es ganz schlimm kommt, wird gesagt, das sei ein menschlicher Omnipotenzwahn, ein Allmachtsanspruch, der zu nichts weiter führt als in irgendeine Form von Diktatur. Und zwar kann man dies einmal nachlesen bei dem neoliberalen Vordenker Friedrich August von Hayek, der in seinen verschiedenen Schriften seinem Freund Karl Raimund Popper folgt und sagt, also diese Dialektik sei eigentlich ein Versuch, Vernunft in die Welt zu bringen und die Welt vernünftig zu gestalten, und das sei noch keinem Menschen je gegeben, die Welt als Ganze zu erkennen und noch viel weniger sie vernünftig zu gestalten. Ja, man könnte sie nicht mal rational gestalten, wie Keynes es wollte oder wie die New Deal-Politik in den USA es nach 1933 versucht hätte. Also so viel Vernunft oder Rationalität sei gar nicht möglich. Der Neoliberalismus hat schlicht das Dogma, die Gesellschaft als Ganze, Wirtschaft als Ganze, völlig unerkennbar. Und in diesem Sinne liefen die Verhältnisse irrational ab. Und der einzige Bereich, wo man rational handeln könnte, sei das soziale Atom, das Sie nennen es das Individuum, obwohl das mit Individualität nichts zu tun hat, weil es einfach das angepasste Subjekt ist. Und da könnte man rational handeln, und zwar technisch, rational nach dem Modell, das Popper erklärt immer als Versuch und Irrtum. Da man die Welt nicht erkennen kann, kann man es halt probieren, sich an die Verhältnisse anzupassen. Und wenn es gelungen ist, merkt man es daran, dass man einen Handlungserfolg hatte. So gesehen ist also für Herrn Hayek der Hegel, von Marx mag man gar nicht reden, ein Ultrarationalist. Das ist das Übelste, was man vom Neoliberalismus aus über irgendjemanden behaupten kann, dass er einen Vernunftanspruch oder Rationalitätsanspruch erhebt. Also ein Ultrarationalist. Und was Marx betrifft, also der legitime Sohn von Hegel, so sei er der Begründer des Sozialismus oder der Wissenschaft,
des Sozialismus. Und der würde wegen dieses Omnipotenzwahns, der damit verbunden sei, dass der Mensch versucht, die Welt zu erkennen und vernünftig zu gestalten, deshalb würde es direkt in den Nationalsozialismus führen. Wer das nachlesen möchte, ich gebe mal zwischendurch immer auch Lesetipps, wo man das nachlesen kann. Neoliberalismus, denke ich, gehört irgendwie dazu zu wissen, was das ist. Unter heutigen Bedingungen gehört einfach zur politischen Bildung. Dann also dieses Verhältnis von Marx, von Hegel zu Marx, zu Hitler gewissermaßen. Das kann man nachlesen bei Herrn Hayek, Der Weg in die Knechtschaft. Oder in seinem, ich finde, Hauptwerk, das ist eher Sozialphilosophie, das hat mit Ökonomie noch gar nichts zu tun, Die Verfassung der Freiheit, Kapitel Nummer 4. Da kann man es sehr schön sehen, da zieht er es auch die Linie noch zurück, wegen des Rationalismus. Intuitiv merkt man vielleicht, wenn man sich so ein bisschen mit Kulturgeschichte auskennt, kann man sagen, England ist Empirismus, Frankreich ist Rationalismus und dann wird eine Linie gezogen von der Französischen Revolution, der Menschenrechtserklärung zu den Jakobinern, zum Blutbad und so weiter, zu Marx, zu Hegel, vor Hegel, also erstmal Hegel, Marx, Lenin, Stalin, Archipel, Gulag, Auschwitz, das ist so die Linie, die da gezogen wird. Und dann ist, kann man sich ungefähr vorstellen, wo da die Dialektik steht. Dann hat Herr Hayek 1944-45 herausgegeben, so ein Klassiker des sogenannten kritischen Rationalismus, der heißt auch noch so, da kommt noch Rationalismus im Titel vor, bezieht Rationalismus aber immer nur auf Versuch und Irrtum, Karl Raimund Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Wo sind die Feinde zu finden? Sieht man auch gleich im Titel, Band 1 Platon, der Zauber Platons. Und Band 2, Hegel, Marx und die Folgen. Das ist also Dialektik unter diesen Bedingungen. Das heißt, selbst wenn man allerbesten Willens ist, in dieser Ideologie aber sozialisiert, das heißt aufgewachsen ist und es doch irgendwie verinnerlicht hat, ist der Zugang zur Dialektik sonderlich schwierig. Den zweiten Anlauf, etwas über Dialektik zu lernen oder sich damit zu beschäftigen, ist dann, dass es vielleicht bei Leuten, die sich mit Hegel und Marx dann doch noch beschäftigen, so mehr eine akademische Frage heute ist. Also gibt es die Wissenschaft von Wert oder ist es eine Dialektik der Wertform oder was ist das? Das ist eher eine akademische Frage, vielleicht auch eine theoretische Frage, wo man denkt, na gut, wenn ich das weiß, kann ich mich etwas gebildeter fühlen, wenn ich es nicht weiß, macht es auch nicht so furchtbar viel. Der Punkt ist historisch gesehen jedenfalls deutlich anders gewesen bis 1933. Und zwar, ich gehe jetzt mal die Zeit etwas zurück. Also Neoliberalismus betrifft eher die Zeit nach 1945 in der Bundesrepublik, also in Westdeutschland. Ordoliberalismus ist ja die westdeutsche Variante davon. Und Neoliberalismus setzt sich weltweit durch seit ungefähr 1975. Aber wenn man jetzt zurückgeht in der Zeit von 1933, dann findet man im Jahre 1923 vier Publikationen. Interessanterweise ungefähr zu diesem Thema. Das eine ist, dass der Felix Meiner Verlag aus Hamburg, das ist ja der Philosophieverlag überhaupt, 1923 nach vielen Jahrzehnten erstmals rausgegeben hat, die Wissenschaft der Logik von Hegel. Das war bis dahin eigentlich das, was Marx einen toten Hund genannt hat. Dann ist 1923 erschienen von Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein mit dem schönen Untertitel Studien zur marxistischen Dialektik. Und dann ist von Karl Korsch 1923 erschienen Marxismus und Philosophie.
Und mit den folgenden Schriften von Karl Krausch bis 1931, 32 ging es immer darum, nach 1918 die Frage zu stellen nach der Krise des Marxismus und der Arbeiterbewegung. Das mit der Krise des Marxismus kann ich vielleicht an einem anderen Text nochmal gleich erläutern, was das heißen soll, aber Krise der Arbeiterbewegung ist vielleicht 1923 aus heutiger Sicht nicht unmittelbar plausibel, obwohl Herbert Marcuse von der kritischen Theorie mal gesagt hat, das Scheitern der Arbeiterbewegung 1918 hätte ihn dazu bewogen und viele andere auch, sich nicht nur mit Dialektik, sondern auch mit der verwandten psychoanalytischen Aufklärung unbewusster Verhältnisse erstmal zu beschäftigen. Und warum das wichtig war, ist einfach 1933, dass 1933 erstmals natürlich manifest geworden ist, was den Marxismus, der bis dahin geherrscht hat, völlig zum Scheitern gebracht hat. Bis dahin war das Dogma, die Krise produziert Kritik. Und nach dem Dogma hätte es unbedingt so ausgehen müssen mit der großen Depression, dass danach die Perspektive auf den Verein freier Menschen und nicht auf Auschwitz kommt. Das heißt, also dieser Marxismus ist in den 20er Jahren schon so behandelt worden, dass er in die Krise gerät. Und es gibt dann einen kleinen Aphorismus, kann man sagen, oder einen ganz kleinen Essay in Max Horkheimer, der 1926 bis 1931 eine Aphorismensammlung herausgebracht hat, die heißt Dämmerung. Und in dieser Sammlung gibt es einen kleinen Text, 5-6 Seiten lang, über die Ohnmacht der deutschen Arbeiterklasse. Und zwar wird das, wie Aphorismen das machen, also sehr zugespitzt. Und er sagt, diese Arbeiterklasse ist in zwei Lager gespalten. Das konnte man bei Lenin 1916, 17 auch schon in der Imperialismus-Schrift so ungefähr in Andeutung finden, also mit der These von der Arbeiteraristokratie. Und zwar sagt Horkheimer, die Arbeiterbewegung ist gespalten in einen dogmatischen Parteikommunismus einerseits und eine reformistische Sozialdemokratie andererseits. Und die reformistische Sozialdemokratie würde die Revolution verraten und in Sozialreform transformieren. Und Sozialreform heißt eigentlich nichts anderes, als dass man auf der Grundlage gegebener Verhältnisse nicht versucht, diese umzustürzen, sondern diese Verhältnisse zu erkennen und in irgendeiner Form sozialtechnisch zu humanisieren, wenn man so will. Das heißt also, diese Ohnmacht der deutschen Arbeiterklasse auf der Ebene der Sozialdemokratie besteht in deren deutliche Anerkennung der Verhältnisse und dem Verzicht, diese zu revolutionieren, also die Perspektive auf einen Verein freier Menschen zu haben, in dem die Menschen sich ihrer selbst und ihrer Verhältnisse bewusst sind und zu sagen, jetzt versuchen wir mal den Kapitalismus gewissermaßen ein soziales Gesicht zu verpassen. Und dann sagt Horkheimer, und auf der anderen Seite haben wir den Parteikommunismus und der würde wohl noch an der Revolution festhalten, würde dann das Interesse der Arbeitslosen in Deutschland vertreten und würde aber die Theorie in Dogmen erstarren lassen. Und es käme in beiden Lagern nicht wirklich dazu, die Verhältnisse unter dem Gesichtspunkt ihrer Veränderbarkeit zu begreifen, sondern die einen arrangieren sich sozialreformerisch damit und die anderen rennen ohnmächtig gegen Verhältnisse an, die sie nicht begreifen, weshalb sich die Verhältnisse bei ihnen in ihrem Nichtbegreifen auch reproduzieren. Das heißt, der Dogmatismus ist dann auf beiden Seiten vorhanden. Und daraus hat Herr Horkheimer abgeleitet, wie Lukács 23 oder Korsch 23, und dann gab es noch das Buch, die zweite Auflage Geist der Utopie, auch 23 von Ernst Bloch, also das Projekt, die Dialektik als, wie Marx sagt, revolutionäre Methode
oder den revolutionären Gehalt wiederherzustellen im Interesse einer grundlegenden Veränderbarkeit der Gesellschaft. Das heißt, die Perspektive theoretisch wieder eine grundlegende Veränderbarkeit der Welt so zu denken, dass dies auch in Verbindung mit einer praktischen Veränderbarkeit möglich wäre angesichts der Krise der Arbeiterbewegung und der Krise des Marxismus. Nun kann man sich bei dieser Frage mit der Krise des Marxismus, wenn man jetzt wieder einen Schritt zurückgeht, historisch, ich komme dann am Ende zu Marx, gucken, also auf welchen Marxismus bezieht sich das? Und zwar geht es um den Marxismus, der nach der Großen Depression 1873-79 entstanden ist. Und das ist die Krise, der Kapitalismus hat immer Krisen, aber es gibt große und kleinere. Und das ist die große Krise, die in den Imperialismus führt, während die Große Depression 1929-1933 in Deutschland in den Nationalsozialismus führt und in den USA in die New Deal-Politik. Gut. Und diese große Krise von 1873-79 hat den Liberalismus beerdigt und neue Verhältnisse geschaffen. Und wenn man nachlesen will, etwas plakativ, aber was die Sache gut auf den Punkt bringt, finde ich sehr schön, dies nachzulesen, die völlig neuen Verhältnisse bei Rudolf Hilferding, dem Austromarxisten 1910, veröffentlichte er das Buch über das Finanzkapital. Und ich kenne nur die Ausgabe, die ich habe. In der Ausgabe der Europäischen Verlagsanstalt von 1968, wenn man das nachliest, auf Seite 454 bis 458, findet man also folgende Stelle, wo es um die neuen Verhältnisse geht. Da beschreibt Hilferding, warum dieser Imperialismus in den Ersten Weltkrieg führen muss, 1910, also 4 Jahre vorher, und zwar aufgrund einer Konkurrenzsituation zwischen dem Deutschen Reich in Europa und England. Und er beschreibt diesen Imperialismus so, dass er sagt, also da hat das Bürgertum alle seine liberalen großen Utopien, Freiheitsutopien verraten und sie sind ins Gegenteil umgeschlagen. Ins Gegenteil umschlagen tut eigentlich nichts. Das Gegenteil hat immer was mit dem Ausgang zu tun. Aber äußerlich sieht es erstmal so aus, dass Hilferding sagt, also der klassische Liberalismus ist mal angetreten. Adam Smith, 1776, der Wohlstand der Nationen und jetzt kommt die Armut der Nationen. Bei Immanuel Kant gibt es um 1784 die großartige, wirklich großartige Utopie, also als Titel der ewige Friede und der Imperialismus macht die Apologie von Krieg. Da hat man die Vorstellung vom Frieden also veralbert, sagt das an Friedensseligkeit. Also überhaupt nichts wert. Dann, sagt Hilferding, hat der Imperialismus die Utopie der Freiheit des Menschen als Menschen, das heißt aller Menschen, umschlagen lassen in die Apologie, dass nur noch Notwendigkeit, aber keine Freiheit mehr existiert. Dass also die ganze Welt, damit ist auch die Volkswirtschaftslehre in Wien geboren, mit der Annahme, die ganze Welt eine kausale Maschine ist, wo auf Ursache die Wirkung und auf die Wirkung ist wieder die Ursache für die nächste Wirkung und so weiter, sodass man aus dieser Kausalkette immer erklären kann oder ableiten kann der Erklärung, also warum ist es so, also eine Wirkung, welche Ursache hat sie, warum ist das so? Man kann aus dem, was vorher die Ursache ist, eine Prognose, die Wirkung ableiten. Und man kann sagen, wenn ich Folgendes bewirken will, was muss ich tun? Technik. Das heißt also, da ist das, was früher Aufklärung hieß, zur Erklärung geworden. Was früher Utopie hieß, ist jetzt zur Prognose geworden. Und das, was vorher Praxis hieß, was immer weltverändernde Praxis auch im Bürgertum hieß, ist jetzt zur Sozialtechnik geworden.
Und der Imperativ ist Anpassung an Verhältnisse. Dann sagt Hilferding, man hat vorher noch wie selbstverständlich von sozialen Klassen geredet. Also wenn man die Bücher aufschlägt, die klassisch-liberale politische Ökonomie, Adam Smith, David Ricardo, die gehen immer davon aus, es gibt drei Klassen, Kapital, Arbeit, Grund, Eigentum. So, jetzt ab 1879, 80 und so weiter gibt es Klassen eigentlich gar nicht mehr, sondern Rassen. Also die Rassenlehre taucht auf oder taucht nicht auf, aber wird jetzt manifest. Und in diesem Sinne scheint das Bürgertum also völlig seine Ideale verraten zu haben. Nun ist die Frage gewesen für den zeitgenössischen Marxismus, was gibt es da zu kritisieren? Also wenn man eine Kritik übt, kann man sagen, wenn man Verhältnisse vor sich hat, die sich als immer gleich, als naturgesetzlich, die man nur erklären kann, technisch verändern kann, hat, dem man sich nur scheinbar anpassen kann und wo man fragen kann, wo bitte geht es über die bestehenden Verhältnisse hinaus und diese Verhältnisse ziehen alles ein, was es bisher an Utopien gab, an utopischem Gehalt von bürgerlichen Ideologien, wo ist da noch irgendwie ein Moment, was über die Verhältnisse hinausweist. Ab ungefähr 1880, ab 1900, beginnt im Marxismus auf der einen Seite, also besonders in der Sozialdemokratie, Eduard Bernstein, also eine Verhöhnung von Dialektik. Das sei alles Hokuspokus und das, was man bei Marx im Kapital nachlesen kann, die Lehre von der Wertform, von der Marx ja auch sagt, das ist dialektisch dargestellt, alles Hokuspokus, damit beschäftigt man sich gar nicht. Das heißt, dieser Marxismus hat sich mit solchen Dingen wie der Marxischen Werttheorie, man gerade mit der Wertformtheorie überhaupt nicht beschäftigt, weil man gucken musste, also wo ist das transzendierende Moment der Verhältnisse. Und dann findet man bei Marx, Engels in den Frühschriften, also in den geschichtsphilosophischen Schriften bis 1848, die frühsozialistische Lehre aufgenommen. Gibt es auch etwas bei Robespierre vor 1800, von der widersprüchlichen Entwicklung der Produktivkräfte einerseits und der Produktionsverhältnisse andererseits. Wenn man das nachlesen will, in aller Kürze, und nicht die deutsche Ideologie durchblättern will, was aber da auch geht, MEW 13, Seite 8, Seite 9, da referiert Marx 1859 nochmal, was er früher mal geschrieben hat, auf anderthalb Seiten. Und da ist die Zusammenfassung so, dass er sagt, also der geschichtliche Fortschritt läuft über den Widerspruch zwischen der Entwicklung der Produktivkräfte und den Produktionsverhältnissen. Das eine ist Naturbeherrschung und das andere sind die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und letztere, wir fördern zunächst im Anfangsstadium der Entwicklung der jeweiligen Epoche die rationale Naturbeherrschung, das heißt die Entwicklung der Produktivkräfte. Und dann schlägt das irgendwann um und dann werden die Verhältnisse zu Fesseln der Entwicklung. Und dann taucht die Epoche sozialer Revolution auf, weil nämlich die Entwicklung der Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse irgendwann als Fessel durchbricht und dann gibt es eine neue Epoche. Und in dieser Linie, wenn man das nimmt als gewissermaßen Blaupause für die geschichtliche Entwicklung, dann lässt sich absehen, dass der Verein freier Menschen eigentlich ein Verein ist, der seine Freiheit darin hat, dass man, Frau Kammer, die Natur und in uns und aus uns, außer uns durch vernünftigen Entschluss beherrscht. Das heißt, es ist ein Marxismus, der sich auf die Emanzipation durch Naturbeherrschung in Menschen und außer den Menschen stellt und sich auf die technische Rationalität, auf das, was Horkheimer nachher instrumentelle Vernunft so merkwürdig nennt,
und sich von jeder Form von Dialektik verabschiedet. Das heißt, dass diese Entwicklung eher in Richtung des Sozialreformismus geht, sodass man, wenn man diesen Marxismus vor Augen hat, und das ist völlig egal, also unter dieser allgemeinen Bestimmung, ob man von Rosa Luxemburg die Akkumulation des Kapitals liest oder ob man von Lenin die Imperialismustheorie liest oder ob man Bernstein oder Kautsky liest, daran sind sich einig, dass also diese Produktivkraftentwicklung emanzipatorisch sei. Und dass deshalb eben dieser Marxismus mit einer Aufklärung aller Dialektik der Wertform also sich überhaupt nicht beschäftigt, das ist kein Thema, weshalb es tatsächlich revolutionär war, als Lukács und Korsch 1923 Dialektik wieder zum Thema gemacht haben. Das war der Marxismus, auf den sie sich bezogen haben. Und da war die Auseinandersetzung über die Dialektik keine akademische, sondern das war eine politische Frage. Es ging um die Frage der Revolution, also des Herstellens des Vereins freier Menschen oder Entstehung. Also ist eine Revolution noch in irgendeiner Form denkbar, die Umstürzung der Verhältnisse, ja oder nein? Wenn man etwas weiter zurückgeht, ich habe eben gesagt, Große Depression 1873, 79. Dann kommt man an den Vorabend an und das ist 1872 und da schreibt Marx das Nachwort zur zweiten Auflage des Kapital in Deutschland. Und da finden sich die berühmten Formulierungen, dass er sich auf Hegel beruft, das sei ein toter Hund und er würde sich als Schüler dieses großen Denkers ausweisen, der ein toter Hund sei. Und ganz am Ende, im letzten Absatz dieses Nachworts zur zweiten Auflage, das ist MEW 23, Seite 27 folgende, da lernt man dann, dass Marx sagt, die im Anmarsch begriffene Krise, das heißt die große Depression, die dann in den Imperialismus führt, was er ja nicht weiß, 1872, die wird den Glückspilzen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation die Dialektik einpauken. Die Krise wird die Dialektik einpauken. Und es spricht ausdrücklich vom revolutionären Gehalt der Dialektik und sagt, Dialektik sei der Versuch, Verhältnisse so darzustellen, dass sie nicht nur in ihrem Bestehen, sondern auch in ihrer Negation, in ihrem Untergang begriffen werden. Und 1872 war das Jahr, in dem der Liberalismus gewissermaßen untergeht. Und nur im Untergang kann man im Nachhinein eigentlich eine Epoche begreifen, in ihrer vollen Reife. Das weiß man ja vorher nicht, was da herauskommt. Das heißt, er stellt nochmal her einen Zusammenhang zwischen Krise, Revolution und Dialektik. Dann kann man gucken, nächste Textstelle, was bei Marx Krise heißt. Das gibt zwei interessante Textstellen, die sind also vollkommen abstrakt. Die stehen in den Theorien über Mehrwert im zweiten Band, also Blaue Bände 26.2. Seite 510 und 514. Und da steht jeweils richtig eine Definition über das, was Krise heißt. Und zwar sagt er, und weiter heißt Krise nichts als die gewaltsame Herstellung der Einheit von Momenten des Produktionsprozesses, die sich gegeneinander verselbstständigt haben, oder die gewaltsame Verselbstständigung von Momenten des Produktionsprozesses, die wesentlich eins sind. Das muss man so begreifen, das steht da wie ein Aphorismus und man darf dann anfangen zu überlegen. Das, was einem zunächst auffällt, ist, dass es bei der Dialektik darum geht, also wenn das, diese Krise, die so bestimmt wird, also als die Einheit von verselbstständigten Momenten, darum geht, diese Einheit der Krise zu begreifen, das heißt, dass es eine Form ist, überhaupt eines Krisenbewusstseins. Und zwar eine Form, die darauf abzielt,
dass Momente, die scheinbar miteinander nichts zu tun haben, in Einheit sind. Das heißt, dass man das Verhältnis hat, also goethisch ausgedrückt, Dialektik zielt darauf, zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, und zwar im Innersten. Wichtig ist im Innersten im Sinne von bewusstlos. Das heißt, was erscheint, ist die Verselbstständigung von Momenten. Und jetzt gilt es, den Zusammenhang zu begreifen. Das heißt, das, was eine Krise ausmacht. Also was erscheint, sind Dinge, die unterschieden oder verschieden sind. Und es geht darum, die Einheit zu begreifen. Und wenn man jetzt sagt, gut, Dialektik ist die Darstellung von Dingen als Einheit von Gegensätzen, ist das ziemlicher Unsinn. Und zwar, oder eine arge Verkürzung, weil wenn man das so machen würde, dann käme man darauf, warum Hegel insbesondere also diese Art von Definition von Dialektik völlig verspottet. Weil man dann sagen würde, also würde man bei zwei verselbstständigen Momenten die Einheit in ein drittes legen, wo liegt denn die Einheit von Einheit und verselbstständigen Momenten? Also muss in den Momenten selber die Einheit enthalten sein und nichts anderes. Ja? Gut, ja, ja, ich wiederhole das nachher bei Hegel auch nochmal. Also die Definition nochmal ist die an diesen Textstellen, dass Marx sagt, was ist eine Krise? Die gewaltsame Herstellung von verselbstständigen Momenten oder die gewaltsame Verselbstständigung von Momenten, die wesentlich eins sind. Und jetzt geht es also um dieses Verhältnis von Dingen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, und die Frage, also was eint sie? Was stellt, also eine Krise stellt ja tatsächlich einen Zusammenhang her. Und das Entscheidende ist, dass man es nicht weiß. Also wenn man den Zusammenhang herstellt, ist der erstmal nicht bekannt. Dann kann man bei dem, was dann nicht bekannt ist, sich fragen, inwiefern ist das nicht bekannt? Und dann gibt es bei Marx selber und auch bei Engels, den zitiert Marx immer noch im Kapital, bei Engels in einem frühen Aufsatz über die Nationalökonomie in den deutsch-französischen Jahrbüchern, formuliert Engels, was das Besondere ist der Gesetze der bürgerlichen Ökonomie, dass sie als Naturgesetze erscheinen und keine solche sind. Und sie erscheinen nur als solche, weil dies auf der Bewusstlosigkeit der Beteiligten beruht. Das heißt, dieser Zusammenhang ist in irgendeiner Form bewusstlos. Das ist kein Fund von Marx, auch nicht von Engels, das ist im Liberalismus, dass die sozialen Verhältnisse bewusstlos ablaufen, zitiere ich nachher nochmal, aber ist bei Adam Smith oder bei Kant oder so, das schreiben die alle, also das Bewusstlose. Aber bei denen steht das jetzt zur Kritik, und zwar wird dann gesagt, also das, was die Krise ausmacht oder was Dialektik ausmacht, wäre dann die Einheit der verselbstständigen Momente zu begreifen, und zwar die Einheit als Bewusstlose, das heißt, sie zu Bewusstsein zu bringen. Das heißt, wenn man in dieser Weise an Dialektik näher rankommt, wäre es der Versuch, Unbewusste, Bewusstlose, Unbewusst wird im Liberalismus nicht gesagt, bewusstlose gesellschaftliche Verhältnisse zu Bewusstsein zu bringen. Dann kann man sich als nächstes fragen, was bewusstlos heißt. Das macht dem Marx ziemliche Schwierigkeiten, weil man jetzt sich fragen kann, also wann ist etwas, was ich nicht weiß, bewusstlos? Also wenn ich sage, dass ich etwas nicht weiß, dann kann ich jemanden fragen, der erzählt es mir, dann weiß ich es und verändere meine Identität nicht. Wenn ich mir aber meiner selbst nicht bewusst bin und der Umstände, unter denen ich lebe, dann prägt mich dies als Einzelperson insgesamt. Und wenn ich dies bei einer Gesellschaft insgesamt sage, dann läuft dieses Bewusstlose, manifestiert sich überall. Man könnte auch das etwas trivial ins Altersdeutsch übersetzen. Das ist das, was wir alle für selbstverständlich halten, ohne zu wissen, was es ist. Also, dass man bei der Frage, was ist der Mensch,
in der Antike natürlich nicht gesagt hätte, der Homo oeconomicus, sondern der politische Mensch. Und dass man im klassischen Liberalismus auch die Frage, was ist der Mensch, sagen würde, ein arbeitendes Wesen, das Waren tauscht. Und wenn man bei der Volkswirtschaftslehre 1871 fragen würde, was ist der Mensch, dann würde man sagen, das ist jemand, der Bedürfnisse hat, die übersteigen die verfügbare Gütermenge, weshalb die Güter knapp sind und so weiter und so fort. Also da bekommt man Antworten all überall und was die Verhältnisse sind, glauben die meisten Leute zu wissen, deshalb weil sie unter diesen Verhältnissen leben, versuchen aber nie das zu klären. Wir gehen alle in den Supermarkt und niemand von uns könnte eine Geldtheorie auswendig hersagen, die Kassiererin wusste es auch nicht, aber wir wissen, wie man zahlt. So. Und unter diesen Bedingungen, das wäre das, was hier nicht einfach nicht bekannt ist, sondern bewusstlos funktioniert. Und bewusstlos hieße, in dem Moment, wo ich es bewusst mache, tangiert es im Unterschied zur informativen Abschaffung meines Nichtwissens, in dem Moment, wo ich es bewusst mache, meine Identität und ich muss mich und ich muss die Welt auch verändern. Darauf zielt das. Wenn man es noch anders haben möchte, die Psychoanalyse macht ja etwas Ähnliches, weshalb man sie in den 20er, 30er Jahren auch im Marxismus breit aufgenommen hat. Also wenn jemand unter psychosomatischen Krankheiten, ich versuche das jetzt mal irgendwie auf der Ebene plausibel zu machen, und hat was weiß ich, Herzrasen oder der Magen hängt tief oder die Beine werden schwer oder so, geht man gemeinhin zum naturwissenschaftlichen Mediziner und der findet keine Ursachen. Und dann lernt man vielleicht, wenn man ein aufgeklärter Mensch ist, dass es ja auch was anderes geben könnte. Es könnte ja auch irgendwie die seelische Struktur sein. Und dann könnte man, so ungefähr stellt Freud das auch dar, in seinen Behandlungstechniken, in den Schriften zur Behandlungstechnik, also geht man halt zum Psychoanalytiker und versucht jetzt herauszufinden, aber der Analytiker ist kein naturwissenschaftlicher Mediziner, man geht da nicht hin mit einem gebrochenen Bein und der sieht das und sagt jetzt folgendes ist die Therapie, sondern du musst das herausfinden. Und zwar gemeinsam mit dem Patienten, dann war es die Antwort ja vorher nicht. Also er kennt ihn ja gar nicht. Und in dem Moment, wo man merkt, dass also meinetwegen die Beine schwer werden und man nicht mehr recht gehen kann, und zwar nicht, weil man da muskuläre Probleme hat, sondern weil es da irgendwo etwas gibt, was man Seele nennt, was nie jemand gesehen hat, kann man auch naturwissenschaftlich vielleicht gar nicht nachweisen, aber es funktioniert so. Und im Laufe der Therapie merkt man, wenn es gut läuft und es der Heilung näher kommt, man kann wieder besser laufen als vorher. Man hat sich verändert, man weiß es aber nicht warum. Das ist der Witz bei der Geschichte. Man kann es im Nachhinein nicht sagen. Aber die Veränderung hat es mit sich gebracht, dass dort unbewusste Mechanismen zu Bewusstsein gebracht werden. Die Person ist eine andere geworden. Und dieses Unbewusste aufzuklären geht nur dann, im Unterschied zur Information, wenn die Person und das Unbewusste in der Gesellschaft zu erklären geht, nur wenn man die Gesellschaft verändert. Also gar nicht anders. Man kann das nochmal mit Freud auf eine andere Weise plausibel machen. Bei Freud gibt es einmal die nette Bemerkung, ich habe einen Neurotiker vor mir, der leidet also unter irgendwelchen psychosomatischen Symptomen. Ich könnte Ihnen jetzt eine Vorlesung über Neurose halten. Dann würde er vielleicht bei der Reproduktion, also wenn er eine Klausur schreiben muss, also eine fabelhafte Klausur schreiben, ist aber immer noch neurotisch. Das Wissen, was eine Neurose ist, hilft nicht, die Neurose zu heilen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und das ist das, was hier unbewusst heißt, bei Marx. Das heißt, bei der Dialektik geht es in diesem Fall darum, diese unbewussten gesellschaftlichen Verhältnisse zu Bewusstsein zu bringen, und zwar nicht einfach nur theoretisch durch eine Information, sondern diese Aufklärung gelingt nur im Kontext einer praktischen Veränderung dieser Verhältnisse, weshalb Marx zu Recht sagt, das sei eine revolutionäre Methode, aber das geht auch nur unter bestimmten Bedingungen. Und die hat man im Imperialismus nicht, nämlich erstens, dass Marx eine politische Ökonomie und eine liberale Gesellschaft vorfindet,
die ausdrücklich sich auszeichnet durch den Anspruch, die alten, unbewussten, bis dahin unbewussten Verhältnisse zu revolutionieren, also Zeitalter der Aufklärung. Und der Marx ist gewissermaßen jemand, der die bürgerliche Aufklärung nochmal über sich selber aufklärt, weil sie bestimmte Dogmen hat. Und das Zweite ist, dass dies nur geht, wenn es in irgendeiner Form überschreitende Elemente gibt, sodass ich die Gesellschaft gewissermaßen von innen wie von außen betrachten kann, also immanente Kritik machen kann. Also ohne diesen aufklärerischen, utopischen Anspruch in der bürgerlichen Ideologie geht gar nichts. Und das ist auch die Bedingung bei Marx, und die Bedingung hat man nach 1880 im Marxismus der Zweiten Internationale nichts, weshalb der mit Dialektik erstmal gar nichts anfangen kann. Aber nach 1923, neuerliche Krise des Imperialismus, wohl wieder. Also es geht, das ist erstmal so die Idee, die bei Dialektik, mit Dialektik vorhanden ist. Es ist keine formale Logik, bei der ich aus irgendwelchen Annahmen etwas deduziere, erkläre, prognostiziere, sozialtechnische Anleitung mache, sondern ein Versuch, unbewusste Verhältnisse, die ins Individuum einwandern, bei Freud heißt das Ganze dann über Ich, die dort einwandern, so zu Bewusstsein zu bringen, dass daraus folgen muss, aber nicht kausal, aber der Imperativ ist da, die Verhältnisse umzustürzen, um unbewusste Verhältnisse in vernünftige, das heißt bewusste, zu transformieren. Also eine vernünftige Gesellschaft vorzustellen, also nochmal mit der Formulierung, in der die Menschen sich ihrer selbst und ihrer Verhältnisse bewusst sind. Lange Einleitung, Teil 2. Ich mache das mal ausdrücklich so, das ist vielleicht etwas sehr lehrerhaft, aber es ist vielleicht doch ganz hilfreich. Teil 2 ist Platon. Also, wenn Sie das jetzt im Hinterkopf haben, was ich erstmal so eingeleitet habe, bei Platon gibt es in der Politeia an zwei Textstellen eine, wenn man so will, Definition von Dialektik. Also wenn Sie die Texte von Platon haben, welche Ausgabe auch immer, steht links am Rand eine Zahl. Sagen wir mal 511 A, B, C, D, E, 512 A, B, C, D, E und so weiter. Und wo Sie nachgucken müssen, bei Platon in der Politeia ist 511 A bis E und 532 A bis 535 A. Die erste Textstelle ist relativ leicht. Also wenn man anfängt, sich mit Platon zu beschäftigen, fängt man meistens mit der Politeia an. Ich finde aber interessanter noch ist, wenn Sie mal ansteigen wollen, weil das viel kürzer ist und man das Verfahren einer dialektischen Aufklärung nicht vorgeführt bekommt, aber gesagt bekommt, worum es da geht, ist die Apologie. Das heißt also die Rede, die nach Platons Überlieferung Sokrates gehalten haben soll. Die platonische Version ist viel interessanter als die andere, die es noch gibt. Und da kann man daraus erahnen, wie es gehen könnte, aber hier in der Politeia, das wäre der zweite Text, der enthält übrigens die Utopie eines Vernunftstaates. Und da, deshalb, weil da das die Utopie ist, die Philosophenkönige, die herrschen, wird hier auch gesagt, was Dialektik ist. Und da gibt es drei Gleichnisse. Das ist in der antiken Denkweise so wie in der Bibel. Also man denkt in Bildern und nicht in abstrakten Begriffen. Abstrakte Begriffe findet man in der antiken Philosophie kaum. Und wenn sie mal auftauchen, ist es jedenfalls an peripheren Stellen. Und die wirklich entscheidenden Stellen sind immer Gleichnisse. Das Denken in Bildern. Deshalb noch hier auch die Bilder, die Kunst, dann eine ganze Zeit aufklärende Funktion hatte in der Renaissance. Und da gibt es also, wie gesagt, drei Gleichnisse. Das eine ist das Sonnengleichnis, das zweite ist das Liniengleichnis und das dritte ist das Höhlengleichnis.
Das Liniengleichnis ist das Einfachste. Und zwar lässt Platon Sokrates Dialektik so erklären. Stell dir vor, eine Linie und die teilst du in der Mitte. Und da steht auf der einen Seite das Sichtbare und auf der anderen Seite das Denkbare. Jetzt teilst du die beiden Hälften nochmal. Und beim Sichtbaren sagst du jetzt, es gibt ein Urbild, meinetwegen ein Baum, und ein Abbild, meinetwegen das Bild des Baums auf dem Wasser. Soweit. Und dann stellst du dir beim Denkbaren das so ähnlich vor. Da hast du analog zum Urbild Dialektik als Vernunft. So ist das ins Deutsche übersetzt und so wird das auch in der deutschen Philosophie um 1800 aufgenommen. Ist von Schleiermacher die Übersetzung. Und auf der anderen Seite Verstand. Also Verstand verhält sich zu Abbild, wie Dialektik zum Urbild. Also Urbild ist die Sache selbst, was es da immer, und das andere ist Abbild und Vernunft. Und dann ist die Frage, worin unterscheiden sich Verstand und Vernunft? Schleiermacher-Übersetzung, und wenn Sie von Kant mal irgendwie Kritik der reinen Vernunft gelesen haben oder mal reingeguckt haben, werden Sie genau die Unterscheidung Verstand-Vernunft haben. Platon sagt das so. Alles Denken beginnt natürlich von Voraussetzungen. Man muss damit irgendwas anfangen und kann nicht mit dem ersten Satz mit einem Wort alles erklären. Also muss er erstmal was voraussetzen und kann jetzt sagen, so bei der Nachfrage, was ich damit gemeint habe, erstmal ruhig Blut abwarten, ich erkläre das ja jetzt. Nun kann man die Erklärung, was man da voraussetzt, also das Wort Voraussetzung ist wichtig, in zweierlei Weise vorgehen. Und zwar sagt Platon, der Verstand macht es so, dass er aus dem, was vorausgesetzt ist, etwas ableitet und am Ende daraus das herleitet, was er erkennen möchte. Und die Vernunft macht es auch so, dass sie von Voraussetzungen ausgeht, aber sie geht hinter die Voraussetzungen zurück und erklärt sie als Setzung. Dann kann man sich gut fragen, was das heißt und was das mit Abbild und Urbild zu tun hat. Also die Analogie ist dann die, wenn ich irgendetwas denke über irgendeinen Gegenstand, zum Beispiel, also worum es hier bei Platon immer geht, was ist das Gute? Wie kann ich anfangen und irgendjemand fragen, so macht das Sokrates ja auch, so ungefähr, was er denn für das gute Leben hielte. Und dann sagt er dem Sokrates, also Folgendes hält er für gut, und dann geht die ganze Geschichte überhaupt erst los. Also das wird nicht hingenommen, sondern untersucht. Jetzt untersuchen wir mal, was das Gute ist. Und der Verstand, beim Verstand ist es nach Platon so, dass er voraussetzt, was das Gute ist. Und weil er es nur voraussetzt, setzt er es bewusstlos voraus, ohne es zu begreifen. Also ich sage einfach mal, für das Gute halte ich Folgendes. Ich reflektiere darüber nicht, ich versuche es auch gar nicht weiter zu klären. Für mich ist das Gute, das ist ja so die gängige Lösung, wenn man nichts weiter sagen kann und sagt, für mich ist das halt so. Also dann ist es einfach eine Setzung. So. Ich kann dann, und dann kann ich mir Leute suchen, die das auch für das Gute halten, und dann können wir uns alle in die Arme nehmen und eine Volksgemeinschaft gründen. So. Und das wäre also purer Konformismus. Und dann kann man auf der anderen Seite dann sagen, also wenn ich von diesem, was viele meinen oder ich meine, etwas ableite, dann leite ich das, was ich erkennen will, aufs Etwas ab. Darüber macht sich Platon ziemlich lustig. Leite ich etwas ab, was ich begreifen will, und er macht sich deshalb darüber lustig, weil er sagt, also wie kann ich aus etwas, was ich nicht begreife, etwas ableiten, was ich dann begreifen will. Daraus kann nichts wirklich Gutes kommen. Weshalb, wenn ich etwas begreifen will, dieses Gute erst untersuchen muss und gucken muss, warum ist es gut, wie bin ich darauf gekommen, also auf die Genese des Begriffs. Also wo kommt er her, was versteht man darunter? Ich kann mal gegen eine philosophische Begriffsgeschichte machen und gucken, was, warum man heute über das Gute Folgendes denkt, à la Dialektik der Aufklärung oder so, also über Moralvorstellungen, und kann dann gucken,
Also nach der Entstehung, meinetwegen des Neoliberalismus aus dem Liberalismus und so, wie kommen die da eigentlich drauf? Und wenn ich das mir bewusst gemacht habe, was ich darunter verstehe unter dem Guten, dann bin ich auch daran gehindert, dieses, was ich darunter verstehe, auf irgendwelche Dinge nur zu projizieren, genauso bewusstlos, sondern dann kann ich, nachdem ich mir die Genese versucht habe, deutlich zu machen, auch die Genese meiner Projektion dieses Begriffs, dieser Vorstellung, auch die Dinge deutlich machen. Also wenn Sie Karl Marx gelesen haben, es geht auf der einen Seite im Kapital am Anfang, im Kapital nicht, aber in den Grundrissen darum, dass er fragt, wie ist eigentlich die Idee abstrakter Arbeit entstanden? Und wenn man das klären kann und sagen kann, also Marx sagt ja, Arbeit schlechthin scheint eine ganz einfache Kategorie, ist aber historisch, ist irgendwie entstanden. Und wenn ich das aber für ganz selbstverständlich halte, dann rede ich von allem Möglichen als Arbeit und projiziere meine Vorstellung von Arbeit schlechthin auf alles Mögliche. Und deshalb ist, nachdem ich die Genese dieser Idee von Arbeit schlechthin, vom ökonomischen Wert aufgeklärt habe, kann ich auf der anderen Seite die Projektion auf Dinge, das heißt die Wertform, erklären, als sinnlich-übersinnliches Ding. Also wenn Sie das eine nachgucken wollen, diese Abstraktion auf Arbeit schlechthin, in den Grundrissen die Einleitung von 1857 über die Methode der politischen Ökonomie, und da redet er über Adam Smith. Ich habe jetzt nicht die Seiten der MEW-Ausgabe im Kopf, sondern nur EVA, das ist 24 bis 28. So. Und da kann man das nachlesen. Da sagt er, also das scheint eine ganz einfache Kategorie. Und jetzt gucken wir mal, wie man darauf gekommen ist, nachdem man mal gedacht hat, der Naturstoff Edelmetall ist ja gleichzeitig ein gesellschaftliches Verhältnis, dann geht Gesellschaft und Natur auseinander und so weiter. Dann geht es nicht mehr um nur wie in der Physiokratie die landwirtschaftliche Arbeit, sondern geht es um Arbeit schlechthin. Also diese beiden Dinge sind dann das, was näher die Aufklärung bewusstloser Verhältnisse ausmacht, dass man auf der einen Seite versucht, ihre Genese aufzuklären, also ihre Gesellschaftsgeschichte, aber nicht als empirisch erzählte Geschichte, sondern als systematische Erinnerung im genauen Sinne, und zweitens aufklärt, wie diese gesellschaftlichen Verhältnisse auf Dinge projiziert werden und gewissermaßen bei Marx im Kapital dann den fetischen Charakter der Ware ausmachen. Also das wäre die Erklärung, die Platon hat. Also bei der Frage, was ist Dialektik? Jedes Denken geht aus von Voraussetzungen. Die Vernunft geht hinter die Voraussetzungen zurück, fragt nach der Genese, nach der Setzung der Voraussetzung. Also wenn Sie Hegels Logik mal reingeguckt haben, Wesenslogik ist das, die Setzung der Voraussetzung, und dann kann ich auf der anderen Seite auch aufklären, die bewusstlose Projektion auf die Welt der Dinge. Und wenn ich dies aufgeklärt habe, dann heißt das in dem Sinne Dialektik, und deshalb ist auch die Rede von, also die Herr Backhaus hat von der Dialektik der Wertform eine ganz treffende. Es geht da um die Aufklärung, die bewusstlose Projektion bewusstloser Verhältnisse auf die Welt der Dinge, weshalb Marx dann auch sagt, das sind sinnlich übersinnliche Dinge. Das war Punkt Nummer zwei. Dann war die Bitte, ich möchte etwas diese Dialektik jedenfalls ansatzweise bei Hegel und Marx nochmal erläutern. Hegel ist ein bisschen schwierig, also ich versuche mal das zu machen. Wenn Sie in die Texte von Hegel reingucken, Hegel ist geboren 1770 und an Cholera gestorben 1831. Und seine Haupttexte haben Sie eigentlich so zwischen 1801 und dann sein Todesjahr. Und wenn Sie eine Vorstellung haben wollen, also auf was ich
finde, was ich empfehlenswert finde. Also ich würde ja nie mit der Phänomenologie des Geistes anfangen. Das ist also der Höchstgrad an Schwierigkeit, das zu lesen, weil es einfach die Regeln der deutschen Grammatik verletzt. Das versteht man erstmal nicht. Und mit der Wissenschaft der Logik würde ich auch nicht unbedingt anfangen. Also 700, 800 Seiten. Und also falls es Sie erleichtert, ich habe mal gelesen in einem Brief, wo Hegel einem Freund schreibt über die Wissenschaft der Logik, Teil 1, hier 1812 veröffentlicht. Also ist er auch ein witziger Mann. Da hat er einem Freund geschrieben, es sei keine einfache Geschichte, im ersten Semester seiner Verheiratung ein Buch des abstrusesten Inhaltes verfasst zu haben. Also damit haben sie es zu tun. So hat er das selber bezeichnet, seine Wissenschaft der Logik, das ist also das systematische Hauptwerk. Ich würde lieber anfangen mit der sogenannten Differenzschrift von 1801, Differenz des fichtischen und schellingschen Systems der Philosophie. Und wenn Sie das lesen, in der Suhrkamp-Werkausgabe Band 2 ist das enthalten, würde ich lesen bis Seite 47 und keinen Satz weiter. So, weil es dann geht es um die Auseinandersetzung mit Fichte und Schelling. Und das andere ist gewissermaßen programmatisch vorher. Und zwar geht es empirisch gesehen darum, dass die Zeitgenossen, also von Hegel um 1800, fast ausschließlich erstmal um 1800 nicht auf das Elend des englischen Proletariats reagieren, was man bei Engels so 1845 nachlesen kann, sondern es geht um die andere Gewalt des Liberalismus, die französische Revolution. Und da ist der Ausgangspunkt das Entsetzen darüber, dass eine Revolution, die beginnt 1789 mit der Erklärung der Menschenrechte, die dann philosophiegeschichtlich beruht, das ist auch ganz wichtig, auf der französischen Enzyklopädie und auf Jean-Jacques Rousseaus Schrift über den Gesellschaftsvertrag. Und da ist bei Rousseau 1762 die Idee einer Vergesellschaftung durch einen vernünftigen allgemeinen Willen gedacht. Also in dem alle aufgeklärt sind. Bei Kant heißt das kategorischer Imperativ. Und hängt bei Kant zusammen mit der Idee vom ewigen Frieden und bei Rousseau mit der Freiheit des Menschen, aller Menschen. Nicht nur einiger oder eines, sondern aller. Und das Erschrecken und das Entsetzen ist dann, dass 1792 bis 94 in der jakobinischen Ära diese Erklärung im Namen der Herrschaft der Vernunft, des höchsten Wesens, wie es schon lange vor der Revolution heißt, im Namen der Vernunft im Blut gebadet wird. Also dass die Zeitgenossen sagen, die Guillotine hörte überhaupt nicht wieder aufzufallen. Und dass danach die napoleonischen Kriege kommen, und diese Ideen, diese Menschenrechtserklärung, diese großartigen Ideen der Freiheit des Menschen, der Gleichheit aller Menschen, des ewigen Friedens im Blutbad enden. Und wenn man jetzt danach fragt, und das haben die Zeitgenossen gefragt, also besteht da ein systematischer Zusammenhang, dann findet man da drei mögliche Antworten drauf oder drei mögliche Reaktionen. Das eine ist in Frankreich selber die Begründung des Positivismus durch das Drei-Stadien-Gesetz von Saint-Simon und Comte. Es gab einmal ein altes Regime. Da gab es Ordnung. Dann gab es das Stadium der Metaphysik, der Revolution. Da gab es Fortschritt, aber keine Ordnung. Und die Idee ist, Ordnung und Fortschritt miteinander zu vereinen in einer Industriegesellschaft, die politisch, technokratisch beherrscht wird. Das ist der französische Ausgang, Rationalismus. Dann gibt es den englisch-deutschen Ausgang oder die Antwort. Es gibt so eine klassische Kontroverse in der Zeit und dann komme ich zu Hegel. Aber das andere ist, glaube ich, ganz wichtig, damit Sie nicht denken, also Hegel sei da solo zu der Zeit.
und zwar eine Kontroverse in England und zwischen Edmund Burke und Thomas Paine. Und Thomas Paine ist ein Anhänger der Französischen Revolution und der Menschenrechtserklärung, und Edmund Burke auch in England beängstigt sich dadurch, dass die Revolution auf die Insel rüberspringen könnte, die ja den Liberalismus schon etwas früher hatte, ökonomisch, aber eben nicht politisch, begründet, warum die Engländer, obwohl sie die Glorious Revolution erfunden haben, also den Umlauf der Himmelskörper über die Glorious Revolution auf die Erde geholt haben, 1688, also warum die Engländer immer antirevolutionär gewesen sind. Und eines Geistes mit ihm ist 1814-15, Wiener Kongress, die Deutsche Historische Rechtsschule. Die sagt also gegen die Setzung von Staatsrecht, dieses Sozialvertrages, das sei überhaupt nicht, dieser Rationalismus sei keine deutsche Tradition. Die deutsche Tradition sei ein organisch gewachsener Staat, gegründet auf organisch gewachsenes Recht, was eine organische Gemeinschaft und so weiter, und die Neoliberalen lieben das Wort organisch deshalb heute noch. Weil organisch heißt, ist eine Tradition, die ich in Kraft setze, ohne dass ich sie aufkläre. Das heißt, die Verhältnisse bleiben irrational und durchschaut. Marx hat nachher gesagt, das ist die deutsche Theorie des Ancien Regime, des alten Regimes. So. Und das ist die Reaktion also auf die Gewalttaten der Französischen Revolution. Also Comte hat versucht, die Revolution gewissermaßen zu retten im positiven Stadium, und die Deutschen und England, Burke, will dahinter zurück und das alte Regime wiederherstellen. Und so ist es ja im 19. Jahrhundert auch irgendwie immer gekommen in Frankreich, Restauration, Revolution, Restauration, Revolution. So. Und in Deutschland ist die Antwort, die prominenteste sonst neben der historischen Rechtsschule, Friedrich Karl von Savigny ist übrigens der Name, Hegel. Und Hegel sagt jetzt so, wie kommt es zu dem Umschlag dieser großartigen Utopien der Menschenrechte in die Gewalt der Revolution? Und seine Antwort ist die folgende. Also Hegel ist ein großer Anhänger der Französischen Revolution gewesen und keineswegs der Vordenker des Nationalsozialismus, wie im 20. Jahrhundert oder wie die Neoliberalen sagen. Großer Anhänger der Französischen Revolution. Man kennt von ihm aus seinem Altersleben verschiedene Rituale, wo er die Französische Revolution nochmal feiert. Und wenn Sie nachgucken und das nachlesen wollen, das ist auch ganz interessant und das ist von Hegel sogar lesbar. Es ist seine Philosophie der Geschichte, Suhrkamp Werkausgabe Band 12, und da müssen wir jetzt, weiß ich es nicht ganz genau, aber irgendwie 524, 25 so ungefähr, bis 535. Und die Textstelle, um die es erstmal geht, ist Seite 529. Und zwar sagt er da, was die Revolution betrifft und die Zeit der Revolution, es sei dies ein großartiger Sonnenaufgang gewesen, den die Menschheit erlebt hat. Es sei zum ersten Mal der Fall gewesen, dass der Mensch sich auf den Kopf stellt, weshalb Marx ihn auf die Füße stellen will, sich auf den Kopf gestellt hat und die Wirklichkeiten danach erbauen wollte. Das hätte seit Anaxagoras, Zeitgenosse von Sokrates, um 450 vor Christus, also sei das der Traum gewesen, eine vernünftige Welt zu schaffen, die der Mensch nicht vorfindet und traditionell übernimmt. Er sei nicht aus göttlichen Mächten und so weiter, er macht aus Kraft eigener Vernunft, holt er den Himmel auf die Erde. Das sei großartig. Aber das Furchtbare daran sei, dass diese Vernunft bisher nur, und jetzt kommt wieder das Wort, vorausgesetzt sei. Und das liegt an folgender Überlegung. Er sagt, die Vernunft wird nur vorausgesetzt, deshalb den Verhältnissen entgegengesetzt, und man hat in der Revolution nach dieser Voraussetzung der Vernunft nur noch unterschieden zwischen denen, die darin sind, und denen, die nicht darin sind.
Freund, Feind, Schwarz, Weiß. Die einen bringt man um und die anderen leben, bis man die, die umbringen, selbst umbringt. So. Die Überlegung ist die folgende und die ist auch für Marx wichtig. Womit beginnt eigentlich die bürgerliche Aufklärung? Worauf bezieht sich also diese Vorstellung, dass dort die Welt aufgeklärt wird? Der Gegenstand dieser Aufklärung ist ökonomisch und politisch, dass angenommen wird, dass die ganze Welt irgendwie durch Gott, durch Gottes Schöpfung in Gott eins ist. Und die Annahme ist sowohl religiös als auch philosophisch, als auch in der bildenden Kunst, die, dass der Mensch zu Gott aufsteigen kann und Gottes Ebenbild werden kann, aber er schafft Gott nicht ab. Er wird nur zu seinem Ebenbild und hat in der deutschen Sprache oder in der italienischen Renaissance seine Würde darin, dass er Gottes Ebenbild wird. Gottes Ebenbild soll übrigens Michelangelo gewesen sein, der die Welt hat erschaffen können als bildender Künstler. Und Thomas Morus hat deshalb auch das Wort von der Utopie erfunden. Also diese Welteinheit in Gott und der Mensch kann dazu aufsteigen im Calvinismus, im Puritanismus und so weiter. Und die bürgerliche Aufklärung besteht darin, diese Welteinheit in Gott zu zerbrechen und die Welt zu trennen. Verselbstständigung, deshalb bei Marx auch mit der Krise. Verselbstständigung von Momenten. Und das beginnt damit, dass in der italienischen Philosophie Giambattista Vico 1725 in einem Buch über die gemeinschaftliche Natur der Nationen eine Formulierung hat im Paragraphen 331, der wird immer zitiert, deshalb weiß ich diese Sache auch auswendig. Also da wird im Paragraphen 331 Folgendes fixiert, was Herr Marx und andere auch immer wiederholen und daraus zitieren. Das war die welthistorische Erkenntnis, dass die Welt zerbricht in eine Welt der Natur und eine gesellschaftliche Welt. Und der Vico sagt 1725, die Welt der Natur kann ich nicht erkennen, Gott hat sie gemacht, aber die gesellschaftliche Welt kann ich erkennen, und zwar deshalb, weil die Menschen sie gemacht haben. Dann kann man natürlich sagen, gut, wenn sie gemacht haben, was gibt es da zu erkennen? Hätten sie mit Bewusstsein gemacht, gibt es gar keinen Anlass zu fragen, worin besteht die gesellschaftliche Welt, was hält sie zusammen und so weiter. Sie haben es ohne Bewusstsein gemacht. Die Menschen haben ohne Willen und Bewusstsein die gesellschaftliche Welt zu erkennen. Und weil sie es ohne Bewusstsein gemacht haben, müssen sie diese bewusstlose Welterschaffung aufklären und sich dem bewusst machen. Das heißt, diese bürgerliche Aufklärung zerbricht erstmal die alte Welt und schafft gewissermaßen Gott ab. Die französische Revolution ist nur atheistisch. Die Vordenker in der Enzyklopädie allesamt Atheisten. Deshalb, das hat eine systematische Bedeutung. Nicht, weil sie an Gott nicht geglaubt haben, sondern weil sie ihn einfach im Denken abgeschafft haben, in ihrem revolutionären Denken. Der war weg. Und so gesehen hat man die Welt, Max Weber hatte gesagt, entzaubert, also entgöttlicht. Und jetzt trennt man das. Und es geht nur um diese Trennung. In der politischen Ökonomie in Frankreich beginnt man diese Trennung analog zu haben. François Quesnay, das ist ein Vordenker oder der prominenteste Vertreter der Physiokratie, sagt dann Welt der Natur, Gebrauchswerte Waren, gesellschaftliche Welt, Tauschwerte Waren und so weiter. Und das zieht dann bei Adam Smith an und so weiter. Und man denkt immer nur in diesen Trennungen. Deshalb sagt Hegel nachher auch, über den ich jetzt rede, was diese Zeit auszeichnet, ist die Entzweiung. Das sei das Signum dieser Zeit, diese Trennung, dass man immer in Gegensätzen denkt. Und wenn man in diesen Gegensätzen denkt, dann setzt man das eine dem anderen entgegen, das heißt diesem voraus. Und wenn man die gesellschaftliche Welt der Natur entgegensetzt, das heißt dieser voraussetzt, dann ist diese gesellschaftliche Welt wohl aufklärend gegenüber der früheren göttlichen Welt. Und deshalb heißt es Aufklärung, weil es die Trennung ist. Aber als Voraussetzung selber ist es eine undurchschaute Voraussetzung, weshalb Hegel sagt, es ist mit Platon nur Verstand,
und keine Vernunft. Und deshalb, weil es vorausgesetzt ist, gibt es in der bürgerlichen Sozialphilosophie und politischen Ökonomie immer Metaphern für dies, was man voraussetzt, ohne es zu begreifen. Also die berühmteste Metapher ist die von Hegel, übrigens hat das auch kritisiert, das entspricht von einer List der Vernunft. Das klingt völlig paradox. Also wenn man sagt, das ist Vernunft, aber die setzt sich wie eine List durch. Dann gibt es von Adam Smith das berühmte Bild von der Invisible Hand. Und dieses berühmte Bild von der Invisible Hand, das ist so berühmt, aber das taucht in den Schriften nur zweimal auf. Obwohl es so berühmt ist, aber er sagt das nicht dauernd. Von Adam Smith gibt es ein erstes Hauptwerk, das Theorie der ethischen Gefühle in deutscher Übersetzung. In meiner Verlag, Sie können auch hinten nachgucken im Register, aber ich glaube, Seite 314 ist das. Und dann im Wohlstand der Nation, also und in der Theorie der ethischen Gefühle ist das so, falls Sie mal Freud im Kopf haben, denken Sie sofort an Freud, das ist das Gewissen oder das Wider Ich, was er da entdeckt. Die Invisible Hand, die in mir alles regelt. Bei Kant am Ende der Kritik der praktischen Vernunft, da sagt er, was ich besonders bewundere, ist dieses unsichtbare Selbst am Himmel, am gestörten Himmel und in mir das unsichtbare Selbst. Und dann entdeckt Adam Smith das im Bereich der bürgerlichen Ökonomie. Die Menschen versuchen bewusst ihren eigenen Vorteil zu verfolgen, aber ohne es zu wissen und zu wollen, verfolgen sie den Vorteil aller, den Wohlstand der Nation. Steht im Wohlstand der Nation, Buch 4, Kapitel 2, Seite 216, Akademieausgabe. So, und da ist immer die Vorstellung, dass diese bürgerliche Aufklärung immer darauf beruht, die alte Welt aufzuklären, aber unter der Voraussetzung dessen, was hier für Vernunft gehalten wird. Und dann kommt Hegel und sagt, ja, und in dem Moment, wo man es nur voraussetzt, ohne zu reflektieren, kann man in der Meinung, in der kollektiven Meinung sein oder nicht, schwarz oder weiß. Und da, wo man schwarz oder weiß denkt, denkt man in Freund- und Feindkategorien und da gehören die einen umgebracht und die anderen nicht. Bei Adorno heißt es nachher 1944 im Minima Moralia, das sei das Grundmuster eigentlich des Antisemitismus, dieses, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. So, mörderisch. Und damit beginnt eigentlich Hegels Dialektik, dass er dieses kritisiert und versucht jetzt an dieser bürgerlichen Aufklärung über Dialektik nochmal dieses unbewusste Moment der bürgerlichen Aufklärung selber zu Bewusstsein zu bringen. Und das passiert in der Form eines Systems. Da die Zeit fortgeschritten ist, aber ich fahre erst morgen früh. Kann man es an zwei Punkten erklären. Das erste ist, wenn irgendjemand sagt, Hegelsche Philosophie ist das Unsinn. Jedenfalls nach Hegels Selbstverständnis. In dem Moment, wo jemand sagt, das Signum der Zeit ist die Entzweiung, das Trennen, die Entfremdung und ich versuche die Einheit zu begreifen und ich versuche die Voraus- und Entgegensetzung dieser Zeit als das bewusstlose Allgemeine zu erklären, ist es natürlich wenig konsequent, wenn er jetzt sagen würde, ich untersuche es mit meinem philosophischen System unter meinen Voraussetzungen. Das würde sich in Schwanz beißen. Folglich kritisiert Hegel die Philosophie seiner Zeit. Es seien so viele neue Philosophien unterwegs, aber seine sei nicht seine. Sondern seine Philosophie ist die gesamte Geschichte der Philosophie in ein System gebracht. Das heißt, genau genommen hat er keine eigene, sondern das, was seine Leistung ist, nach seinem Dafürhalten, ist, dass er die ganze Geschichte der Philosophie, und dann sagt er, das ist der Kern der Weltgeschichte als Aufklärung, als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, dass er die gesamte Geschichte der Philosophie in ein System bringt. Und dieses System
wie liest man das? Es gibt von Adorno so einen schönen Essay, wie zu lesen sein, wie liest man Herrn Hegel? Gut, man schlägt die erste Seite auf und liest dann weiter, aber das ist irgendwie nicht der Witz. Also wenn man die Wissenschaft der Logik aufschlägt, bekommt man so eine Antwort, wie Hegel zu lesen wäre als System. Und zwar unter der schönen Überschrift, womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden? Natürlich mit einer Voraussetzung. Und dann erklärt er, dass im dialektischen Fortgang, in Übereinstimmung mit Platon, der Fortgang ein Rückgang hinter den Anfang ist, sodass am Ende dann der Anfang überhaupt erklärt wird und aufgeklärt wird. Und die Vorstellung bei Hegel ist, dass dadurch, dass er die Philosophiegeschichte als Kern der Weltgeschichte erklärt und in einen solchen systematischen Zusammenhang bringt, die Philosophie sich durch sich selbst begründet und durch sich selbst vollendet. Also in dem Differenzaufsatz, Seite 46, 47, da finden Sie genau die Formulierung Selbstbegründung, Selbstvollendung. Die Philosophie verwirklicht sich gewissermaßen selber, und zwar deshalb, weil sie der Kern der Weltgeschichte ist. Und wenn ich die Wirklichkeit vernünftig anschaue, also die empirische, dann begreife ich sie und dann kläre ich sie auf und dann wird das, was bisher unwirklich schien, wirklich, weil es vernünftig begriffen wird. Also weil ich es begreife. Das heißt, wovon Hegel ausgeht, ist, dass die Philosophie gewissermaßen sich selbst auf seine eigenen Beine stellt und das, was vorher, was er der bürgerlichen Aufklärung vorwirft, dass es ein Dogma ist, dass das einfach zum System aufbläht, aber da nicht herauskommt. Und das sagt er auch selber. Es gibt eine nette Textstelle, die gelegentlich bei solchen dazu zitiert wird, das ist am Ende seiner Philosophie der Religion. Und da bemerkt er, die Philosophie sei für sich ein abgeschlossenes Heiligtum, das mit der Wirklichkeit nicht zusammengehen darf und wie sich die Wirklichkeit aus ihrem Zwiespalt heraushelfe, sei ihr selbst zu überlassen. Das sieht nicht gut aus für die Wirklichkeit, aber gut für die Philosophie. Also das klingt sehr nach Freiheit im Elfenbeinturm oder Humboldtsche Universität, die kosmopolitische Freiheit in der Universität hat, aber außerhalb seiner nicht, weshalb es von Humboldt auch mal das berühmte Wort gab, Einsamkeit und Freiheit, die Studenten sollen sich aus der Welt zurückziehen in die Einsamkeit des Elfenbeinturms und da ihre kosmopolitische Freiheit haben und ihre Vernunft, aber die Welt raus ins Brotstudium und nichts als Entfremdung und so weiter. Und Hegel begründet das gewissermaßen, indem er die französische Revolution kritisiert. Das ist der Systemgedanke und das heißt hier, dass das System anfängt nicht bei dem, was historisch das Erste ist, obwohl man bei Hegel auch solche Bemerkungen hat, sondern System ist etwas anderes als Geschichte. Das System kreist in sich und hebt die Geschichte der Philosophie, das heißt die Weltgeschichte in sich auf. So. Und dann findet man, wenn man so abenteuerliche Formulierung von Hegel hat, von wegen das Abstruse der Wissenschaft der Logik, das steht dann auch in der Einleitung, das sage ich jetzt irgendwie mal zur Unterhaltung dazu, das seien die Gedanken Gottes vor Erschaffung der Welt und so weiter und dann kommt die endliche Welt der Natur und die geschichtliche Welt und so. Also das ganze System ist immer ein Kreisen in sich. Und da die Zeit fortgeschritten ist, mache ich das jetzt mal dasselbe mit Marx. Weil diese Motive bei Marx genauso vorhanden sind. Also, es ist eigentlich trivial zu sagen, dass Marx Kritiker der politischen Ökonomie ist, von Adam Smith und David Ricardo, und man braucht nur die Theorien über Mehrwert angucken, dann weiß man, dass das so ist. Und dass er von Hegel ausgegangen ist, sagt er ja auch selber. Und da gibt es zwei Rezeptionen von Marx, die Hegel betreffen. Und zwar einmal vor der 48er Revolution und einmal danach.
Also vor der 48er Revolution gibt es eine Hegel-Rezeption, die betrifft die Phänomenologie des Geistes und geht ein in die philosophisch-politischen Manuskripte von 1844 in Paris. Die lassen wir mal beiseite. Und die zweite Hegel-Rezeption ist 1858. Und da sagt Marx so locker, ich habe mal wieder die Wissenschaft der Logik durchgeblättert. Also wie das jemand durchblättern kann, ist mir ein Rätsel, also außer dass man so macht. Aber wenn man irgendwie da reinguckt, kann man nicht sagen, dass man das durchblättern kann, auch mit viel Übung nicht. Jedenfalls, er hätte sie durchgeblättert. Und das hätte ihm sehr geholfen, das Kapital zu konstruieren. Nun hat er angefangen, also mit der Kritik der politischen Ökonomie, nach der 48er Revolution im Britischen Museum und hat gelesen und Exzerpte gemacht und so weiter und dann sich überlegt, nachdem er viel geschrieben hat und langsam selber nicht mehr wusste, was es alles war und verschiedene Hefte über meine eigenen Manuskripte angelegt hat, damit er überhaupt noch einen Überblick hatte über dieses viele Papier, was viele tausend Seiten gewesen sein muss, einen Planentwurf und dachte erst, also er macht da 6 Hefte draus mit seiner Kritik der politischen Ökonomie und dann ist er wieder ins Britische Museum gegangen, 1859 und hat dann einen anderen Planentwurf gehabt und dabei hat ihm Hegel geholfen. Wenn man die Hilfe, die die Wissenschaft der Logik ihm gegeben hat, bei der Darstellungsform des Kapitals würdigen will, finde ich, ist kann man es nachlesen in den Grundrissen im Kapital, selber merkt man es wirklich nicht mehr, würde ich denken. Und wenn im Kapital in der Erstauflage von 1867 und danach ist wirklich also nichts mehr offenkundig. Aber in den Grundrissen benutzt er die Kategorien dieses der Wissenschaft der Logik. Und zwar geht es einmal um die Konstruktion dieses Kapitals, nicht einfach in 6 Heften, also von Ware und Geld bis zum Weltmarkt, das sieht etwas empirisch aus, sondern Marx sagt dann, das ist ein artistisches Ganzes. Und was darunter zu verstehen ist, kann man vielleicht, wenn man die 3 Bände also durchblättert in dem Sinne, wenn man sie mal gelesen hat und fragt sich hinterher, was habe ich da eigentlich gelesen und wie hat er das gemacht? Wie hängt das zusammen? Das ist ja eine sinnvolle Frage, dass ich nach vorne lese und dann mich nochmal frage, also wie war das am Anfang und warum macht er das so? Dann kann man Folgendes überlegen, von wegen des Hegelschen Systemgedankens. Also, dass wenn er Hegel rezipiert hat, er erstmal diesen Systemgedanken rezipiert haben muss, das heißt das Kreisen im Kreis. Und Marx sagt selber, in einem, der hat ja mehr Manuskripte geschrieben, die nicht veröffentlicht wurden, zu seinen Lebzeiten, als das, was veröffentlicht wurde, das war ja nur ein Bruchteil. Und in einem dieser Manuskripte, im ersten Entwurf über das Kapital, sagt er, es sei ein Zirkellauf der Darstellung, den er macht. Und in der Erstauflage, also in der im ersten Entwurf des Kapitals, also was nachher nicht zum Druck gekommen ist, da fängt er an mit der Ware und endet mit der Ware. Und zwar sagt er in diesem Schlusskapitel, was nachher nicht mehr zum Druck geht, das gibt es jetzt nur in der Mega und gab es zwischendurch mal als Sonderdruck, da sagt er Zirkellauf der Darstellung und zwar habe ich die Ware anfangs als Voraussetzung eingeführt, und zwar, dass sie allgemein sei. Das ist ja nicht zu jeder Zeit so. Also in dem Moment, wo die Ware, wo die Arbeitskraft kann.